Servus zusammen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich alle willkommen und wir machen heute eine Spezialfolge. Ich habe es euch ja schon mal angekündigt bzw. auch versprochen. Die Folge heute wird interessant sein für alle, die noch nicht wussten, dass es auf Neubartelshagen Sammelobjekte gibt oder die eben alle Sammelobjekte noch nicht gefunden haben. Deswegen will ich heute euch mal mit euch durch die Map gehen und zeige euch mal, wo alle Sammelobjekte zu finden sind. Das ist insofern wichtig und interessant, es sind genau 20 Stück und die spülen uns nämlich richtig Geld in die Kasse. Das heißt gut über 1 Million. Wie viel genau, das werdet ihr dann am Ende des Videos sehen. Wenn wir dann hier oben dann schauen, 100.000 ist unser Startbetrag und dann werden wir sehen, was wir am Schluss wirklich auf dem Konto haben. So, es sind praktisch immer Pärchen. Bekannt aus der Elm Creek Map sind es diese kleinen Spielzeugfiguren mit entweder landwirtschaftlichen Symbolen oder eben mit den Tieren. Hier sind es aber nicht jedes Mal 10 Stück, sondern immer 2 Stück und 2 bringen euch jeweils den Bonus. Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, es kommt dann auch immer die Meldung, dass ihr in Codys Spielzeugladen dann gehen sollt, um euch das Ganze dann anzusehen, weil dort gibt es eine Veränderung. Das wird hier nicht stattfinden, das bezieht sich auf die Map Elm Creek und hat mit dieser Map hier nichts zu tun. Also gleich der Hinweis, ihr braucht nicht nach diesem Spielzeugladen zu suchen, aber das Geld dürft ihr auf jeden Fall einstreichen. So, ich werde jetzt für alle, die es schnell wissen wollen, wo diese Sammelobjekte zu finden sind, gehe ich hier an die Übersicht und zeige euch mal ganz grob, wo die jeweils zu finden sind und wie viele. Und am Ende gibt es nochmal einen kleinen Zeitraffer, da fahre ich dann wirklich dann jedes Sammelobjekt ab und dann könnt ihr dann auch sehen, wo sie wirklich definitiv sind. Okay, legen wir los. Und zwar, die ersten beiden Sammelobjekte sind im Prinzip gleich hier in unserem Farmhaus. Und zwar, hier ist ja eine Bowlingbahn. Das erste Sammelobjekt befindet sich direkt hinter den Bowlingkegeln. Also die findet ihr hier direkt. Und das zweite Sammelobjekt müsste meines Wissens genau hier an diesem Gebäude sein. Da gibt es, glaube ich, so einen kleinen Elektrokasten. Da ist dieses zweite Sammelobjekt drauf. Also man kann sagen, die Sammelobjekte sind jetzt auch nicht gerade versteckt. Also man kann sie relativ leicht finden. Und wenn man dann eben auch so bei der täglichen Arbeit ist, dann stolpert man dann schon über das eine drüber. Aber wenn man sie halt auf die Schnelle finden will, dann geht es hier bei uns weiter mit unserem Haupthof. Da findet ihr ein Sammelobjekt, wie soll es auch anders sein, ein Wasserfass am Wasserfass. Ein zweites Sammelobjekt gibt es dann hier, nämlich am Dieseltank. Ein drittes Sammelobjekt findet ihr hier in dieser Halle. Und zwar gibt es dort eine Sitzecke und dort auf dem Tisch befindet sich das dritte Sammelobjekt an dieser Stelle. Und ein viertes Sammelobjekt findet ihr hier hinter diesem Gebäude. Jetzt gibt es einen längeren Flug. Wir gehen zur BGA. Dort findet ihr genau ein Sammelobjekt. Und zwar müsste sich ungefähr hier an dieser Stelle ein Pavillon befinden. Dort findet ihr ein weiteres Sammelobjekt. So, wenn wir weiter nach Osten gehen, finden wir an der Stelle des Sägewerkes ungefähr hier irgendwo auf den Brettern, dort wo die Bretter sind, dort findet ihr ein weiteres Sammelobjekt. Wir gehen weiter nach Osten und hier bei unserem Silo findet ihr direkt dort, wo praktisch der Auslass und dort, wo ihr eure Waren abkippt, euer Getreide, dort findet ihr das nächste Sammelobjekt. Wir gehen Richtung Süden und kommen zur Schreinerei. Hier findet ihr ebenfalls ein Sammelobjekt vor der Tür. Im Gras müsst ihr ein bisschen genauer schauen. So, wenn wir hier runterkommen zu dieser kleinen Ansiedlung, hier an dieser Stelle finden sich 3 Sammelobjekte. Das erste findet ihr hier bei diesem Trailer. Auch müsst ihr da ein bisschen genauer hinschauen, nämlich unten im Gras rechts von der Tür. Das zweite Sammelobjekt in dieser Gegend findet sich an dieser Stelle. Hier gibt es einen kleinen Felsen, der direkt hier an der Kreuzung ist und auf dem findet ihr das Sammelobjekt. Ein weiteres, das dritte, müsste sich irgendwo hier ganz in der Nähe von der Ausfahrt des Restaurants befinden. Entweder an dieser Stelle oder an dieser Stelle, wo die Hofeinfahrt ist oder die Garageneinfahrt. Da ist auf dem Pfeiler vom Garagentor ist das nächste Sammelobjekt. Jo, wir gehen weiter Richtung Süden. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Das ist jetzt ein Sammelobjekt, was man nicht ganz so leicht findet. Hier bei der Überfahrt über den Bach, da findet ihr nämlich da hier auf der Seite links vom Bach, da gibt es ja unter der Straße ein Rohr und auf diesem Rohr, auf diesem Betonrohr, da findet ihr das nächste Sammelobjekt. Ein weiteres gibt es dann jetzt hier unten an der Küste. Auch hier befindet sich ein Pavillon auf diesem Tisch.
das nächste Sammelobjekt. So, jetzt gibt es einen längeren Flug. Beziehungsweise wir fahren einfach die Straße hier wieder zurück. So, dann geht es hier links rum. Und hier bei diesem Gebäude, wenn ich mich nicht irre, kann aber auch vielleicht dieses hier sein. Da befindet sich praktisch das Sammelobjekt direkt auf der Treppe zum Eingang. Also auch ganz, ganz leicht zu finden. Also entweder dieses oder dieses Gebäude. So, wir kommen hier da zu diesen zwei Werkstattgebäuden, zu diesen beiden Hallen. Hier finden sich zwei Sammelobjekte. Und zwar eines hier rechts, da gibt es einen kleinen Holzstapel. Da befindet sich eins. Und zwischen den beiden Hallen, da ist ein Fass an der Wand außerhalb und dort befindet sich das nächste Sammelobjekt. Besonderheit dazu in einer früheren Version dieser Map, da gab es dann wohl Probleme beim Einsammeln, da musste man das Gebäude immer erst verkaufen. Das hat sich mittlerweile erledigt, der Bug wurde behoben, also ihr könnt das Sammelobjekt ohne Probleme aufheben. Wir gehen weiter hier zu diesem Fahrsilo, an der Stelle befindet sich ein Fahrsilo, hier findet ihr ebenfalls ein Sammelobjekt. Und das letzte, das 20. müsste jetzt hier direkt beim Schweinestall sein. An dieser Stelle, direkt beim Silo. Dort findet ihr am Boden ebenfalls ein Sammelobjekt. So, das sollten jetzt alle 20 Sammelobjekte gewesen sein auf Neubartelshagen. Und in der Schnellübersicht. Und wer das Ganze jetzt dann noch genauer sehen will oder wissen will, wo sich die Sammelobjekte befinden, bleibt einfach dran, denn jetzt gibt es einen kleinen Zeitraffer und wir fahren die ganzen Sammelobjekte ab. Und danach könnt ihr sehen, was euch das Ganze bringt an Cash. Ich sage jetzt schon mal recht schönen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet oder wenn euch das Ganze geholfen hat, würde ich mich gerne über ein Abo freuen oder über ein Däumchen. Gerne, gerne, gerne. Ein bisschen Unterstützung für meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich recht schönen Dank und verbleibe euer Baden-Farmer mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio. We'll be right back.
Musik.